vielen Epochen. Wir haben gestartet, oder sind gestartet mit einem Stück von Clermont Dubois. Das hat uns irgendwie an eine Spieluhr erinnert. Und wir machen jetzt einen ziemlich weiten Schritt musikgeschichtlich wieder zurück und spielen ein Stück von Purcell. Da waren ja Querflöten noch gar nicht erfunden. Wir finden das eine Fehlentwicklung der Geschichte, wenn Sie so wollen. Wir spielen das Ganze, also wir stellen jetzt schon mal die Flötenfamilie vor. Es spielt die Bassflöte mit. Die Bassflöte und die Altflöte spielen auch schon mit. Und ja, damit sind Sie, glaube ich, vorbereitet genug. Thank you.
ein Stück, das uns zugelaufen ist während des Lockdowns. Da haben wir die Zeit genutzt, um nach Material für ein neues Programm zu suchen und für eine neue CD. Gleich noch dazu. Und da hat uns eben der Herr Maselli sein Stück Kitschlaff geschickt und wir haben das mal so angeprobt und wir fanden es ganz sehr sympathisch. Und ja, so ist das hier ins Programm gekommen und so wird das dann auch auf die neue CD kommen. Und wenn es eine neue CD gibt, gibt es ja auch eine alte, in unserem Fall zwei. Die gibt es dann nachher da hinten noch zum Kauf sogar. Die sind dann auch wahrscheinlich weg, wenn die neue CD kommt. Also es sind quasi die letzten Exemplare. Jetzt erstmal viel Spaß mit Kitschlaff. Thank you.
Kunstdruck hin und das Becken nochmal hier mit der Fußmaschine kombiniert und die Deckelung, damit jetzt die Carbon, die gleich auch noch anderweitig zum Einsatz kommt, quasi den Baston abgeben. Und genau das Stück heißt Horatschuss-Trigaturi. Es heißt, dass es ein Tanz ist oder ein Stück, was die Brautleute beim Ausgehen aus der Kirche empfängt. Und dabei wird wohl auch geschrien, also ein sogenannter Schreitanz. Sie können sich auf jeden Fall auf was gefasst machen. Thank you.
Thank you.